Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wie ich im letzten Part schon erwähnte, wird das hier der letzte Part sein, denn ich habe alle möglichen... Entschuldigung. Ich habe alle Bildkarten zusammen, inklusive der letzten ganz besonderen Bildkarte, Harry nämlich... Harry Potter, der Junge, der überlebte. Auf diesem Bild sieht er sowas von hässlich aus, ganz ehrlich. Aber, ich habe auch hier meine eigene Bildkarte. Ich fand das im zweiten Teil einfach schon zu awesome, deswegen kann ich mich jetzt hier nicht mehr so wahnsinnig darüber freuen, aber ich finde es einfach geil. Und, Su Yen, 4. Jahrhundert vor Christus, chinesischer Alchemist. Ja, wir können die Karten gerne am Ende noch einmal zusammen durchgehen, beziehungsweise ich muss jetzt hier im Bohnenbonusraum ohne Zeitlimit noch alle Bohnen leerräumen. Und habe auch endlich wirklich ganz, ganz viel Zeit dafür. Und wie ihr da oben vielleicht seht, kann ich hier auch die Bonuskarten jetzt sammeln. Und dann würde ich sagen, fange ich doch damit auch direkt mal an. Elasto! So. Dadurch, dass das hier der letzte Part ist, folgt natürlich wie immer mein Fazit. Was ich, als ich mir die Parts noch einmal angeschaut habe, also ich schaue mir meine Let's Plays auch regelmäßig selbst an. Einfach, wenn ich mal wieder Bock dazu habe, wenn ich nichts anderes habe, was ich mir anschauen kann, wie zum Beispiel jetzt während der Zeit, wo ich kein Internet hatte, bla bla. Da schaue ich mir dann auch ganz gerne mal meine eigenen Let's Plays an. Und mir ist aufgefallen, dass ich am Anfang das Spiel so furchtbar dafür gepriesen habe, dass man hier die Schritte hört. Ist blöd, weil die hat man im ersten und zweiten Teil auch schon gehört. Das ist also überhaupt nichts Besonderes. Aber ist mir egal gewesen. Ich fand's gut. So. Ja, also die Schritte hört man hier nur auf besondere Art und Weise. Es ist halt so eine Art hallendes Geräusch. Und das ist halt irgendwie das Coole daran gewesen, fand ich. Wahrscheinlich ist es mir deshalb so sehr aufgefallen. Aber ich war auch einfach nur mega begeistert von diesen ganzen Effekten hier. Also die Grafik war beim ersten und zweiten Teil ja sehr gleich. Also nicht gleich, aber ähnlich. Also sie war auf jeden Fall sehr ähnlich. Und das hat sich ja in diesem Part hier schon wirklich drastisch geändert. Die Grafik hier ist ziemlich weit fortgeschritten, finde ich. Ich finde vor allem diese ganzen Sparkle- und Bling-Bling-Effekte irgendwie ganz cool. Wie hier zum Beispiel, wenn man die Bohnen einsammelt oder wenn man die Karten einsammelt oder auch wenn man diese Aufgabenschilder eingesammelt hat, dieses ganz bunte Gefunkel, was dann immer um einen herum erschienen ist. Das finde ich unheimlich cool. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe da total drauf. Ja, das war so ein Punkt, den ich an dem Spiel sehr, sehr cool fand. Die Tatsache, dass ich endlich auch mal die Gesichter, beziehungsweise die, ja doch, die Gesichter, passend zu den Dialogen bewegt haben. Das ist auch so ein bisschen, ja, das ist eine Neuerung gewesen zu den anderen Teilen. Upsi. Bei den anderen Teilen, beim ersten Teil hat sich zum Beispiel gar nichts bewegt an den Gesichtern. Da haben die einfach nur den Kopf so ein bisschen bewegt, so ein bisschen so wie die Power Rangers damals immer. Die dann immer so ihren Kopf ganz dramatisch bewegt haben, damit man auch ja sieht, dass sie gerade reden. So ähnlich war das im ersten Teil. Go, go, Power Rangers! Vielleicht ein Ohrwurm. Scheiße. Egal. Ui! Ja. Im zweiten war das dann schon ein bisschen besser, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, da hätte sich zumindest der Mund bewegt. Entschuldigung, ich bin immer noch, wie gesagt, etwas angeschlagen. Ja, und jetzt im dritten Teil, die Mimik ist noch nicht so ganz perfekt, weil ich habe ja auch am Anfang festgestellt, die kneifen irgendwie immer die Augen ganz komisch zusammen, wenn sie reden. Das verstört dann irgendwie doch so ein bisschen, aber es ist zumindest ein Fortschritt gewesen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann im vierten Teil sein wird. Ah ja, hier dieses Gefunkel übrigens, das zählt genauso. Ich habe eine Bohne vergessen. Komm schon, gib mir die Bohne. Habe ich die jetzt noch eingesammelt? Habe ich sie?
glaube, ich habe sie. Okay. Und. Games. So. Hier. Hui. Oh. Juhu. Awesome. Okay. Ich fand allerdings, ein sehr großer Kritikpunkt an dem Spiel ist die Tatsache, dass die Story so dermaßen schnell abgehandelt wurde, dass man, wenn man die Bücher und den Film nicht gekannt hätte, ich meine, beim Film war es ja auch schon schwierig, da war es wirklich grenzwertig. Also, wenn man nur den Film geschaut hätte, man hätte wahrscheinlich überhaupt nicht gecheckt, was da abgeht. Und hätte überhaupt keinen Zusammenhang zu den vorherigen Harry Potter Teilen herstellen können. Aber hier, das war ja nun mal wirklich, das hat den Vogel sowas von abgeschossen. Allein die Tatsache, dass irgendwo so mitten im Spiel dann kam, ja, Harry sprach Lupin auf seinen Vater an, der damals sein bester Freund gewesen war und der von Sirius Black an Voldemort verraten wurde. What the fuck? So einfach, das konnte der noch überhaupt nicht wissen. Das war einfach komplett aus dem Zusammenhang rausgerissen und irgendwo dazwischen geschmissen. Das war so mega aus dem Content gegriffen, dass das irgendwie, das war schon nicht mehr feierlich. Ich will jetzt noch mal ganz kurz gucken, wenn ich alle Bohnen eingesammelt habe, müsste hier die Zeit vorbei sein. Und deswegen will ich noch einmal ganz kurz gucken, ob ich auch wirklich alles eingesammelt habe. Ich hoffe. Aber müsste ich eigentlich, sonst wären die Bohnen nicht vom Himmel gefallen. Okay, passt. Also das war wirklich ein unglaublich großer Kritikpunkt. Ah, jetzt ging die... Jetzt? Ja. Also, wie gesagt, wenn man die Story an sich nicht schon gekannt hätte, was ich ja nun mal tue, dann hätte man absolut nichts mit dieser Story anfangen können. Die Krönung des Ganzen war dann natürlich noch, als die Story innerhalb von einem Satz in der heulenden Hütte abgehandelt wurde. Das war so wirklich der krönende Abschluss. Ich fand das schon in dem Film ganz fürchterlich, dass man einfach nichts verstanden hat. Dass diese ganze unglaublich coole Geschichte von Lupin, die da in der heulenden Hütte erzählt wurde eigentlich, dass die... Entschuldigung, mir läuft gerade die Nase ein wenig. dass gerade diese coole Geschichte von den... Diese Animagi-Geschichte von Sirius und... Sirius, ich finde es ganz schrecklich, wenn er Sirius genannt wird. Sirius. Dass diese richtig geniale Animagi-Geschichte und die Tatsache, warum die vier überhaupt Animagi wurden... Warum diese Geschichte da rausgenommen wurde? Ich meine, klar, es ist nun mal am wichtigsten, dass Pettigrew derjenige war, der Harrys Eltern verraten hat und nicht Sirius. Klar, das ist nun mal der Kernpunkt dieser Geschichte. Aber ich verstehe einfach nicht, wieso dann so viel von der Story ausgelassen wird. Gerade so eine wundervolle Story. Ich meine, ich bin nun mal ein großer Fan der Rumtreiber. Das müsst ihr mittlerweile auch schon mitbekommen haben. Ich glaube, ich habe es auch schon gefühlt 20 Mal erwähnt. Aber es ist einfach so, dass diese Story doch dazugehört. Und das ist hier einfach ausgelassen worden. Komplett ausgelassen worden. Jetzt will ich noch einmal ganz kurz gucken. Hier fehlt immer noch ein Geheimnis. Ich habe keine Ahnung, was für ein Geheimnis das ist. Ich, ja. Ja. Normalerweise kann man, glaube ich, auch diese Fackeln hier irgendwie entzünden. Feuerpfeile! Nein, Quatsch. Ich habe allerdings keine Ahnung wie. Naja, ist egal. Ansonsten müssten wir aber, glaube ich, jetzt alles haben. Wir haben alle Porträts. Wir haben alle... Hier. Ja, genau. Haben wir alles. Hier haben wir sogar noch einiges übrig. Da hatten wir sowieso schon alles. Und hier haben wir jetzt alles. Jetzt werde ich mir aber auf jeden Fall nochmal... also ich gehe die Karten ganz gerne nochmal durch, wenn ihr nichts dagegen habt. Weil wir sowieso erst bei der Hälfte des Parts sind. Und dann noch jede Menge Zeit zum Quatschen haben. Halleluja. Und dadurch, dass das der letzte Part vom dritten Teil ist, ist das auch irgendwie so ein bisschen... Das muss jetzt einfach sein. Oswald Beamish, 1850 bis 1932.
Wegbereiter der Koboldrechte. Irgendwie sieht er sympathisch aus, finde ich. Norval Twonk, 1888 bis 1957. Starb, als er ein Muggelkind vor einem Manticore retten wollte. Ihm wurde der Titel Orden der Merlin erster Klasse nach seinem Tode verliehen. Nice. Grogan Stump, 1770 bis 1884. Beliebter Zaubereiminister, ernannt im Jahre 1811. Cool. Wilfred Elphick, 1112 bis 1199. Erster Zauberer, der von einem afrikanischen Erumpent angegriffen wurde. Mhm. Was auch immer ein Erumpent ist. Mungo Bonham, 1560 bis 1659. Berühmter Heiler und Gründer des St. Mungo Hospitals für magische Krankheiten und Verletzungen. Das fand ich auch immer cool, als dieses Hospital erwähnt wurde. Ich finde das irgendwie... Über das hätte ich auch gerne noch mehr erfahren, gerade auch, weil ich jetzt diesen... Ja, weil ich halt den Beruf mache, den ich nun mal mache. Interessiert mich sowas irgendwie unheimlich. Thaddeus Ferkel. Ach so, ja, 1632 bis 1692. Wurde berühmt, weil er seine 7 Squibb-Söhne aus lauter Verzweiflung in Igel verwandelte. Oh, die Armen. Okay, den Rest kennen wir schon. Jocunda Sykes, geboren 1915. Die erste Person, die den Atlantik auf einem Besen überquerte. Okay, kennen wir doch. Die kennen wir auf jeden Fall auch. Wendeline die Ulkige. Mittelalter, Daten unbekannt. Sie war so fasziniert von Scheiterhaufen, dass sie sich 14 Mal verbrennen ließ. Hm, schon eine Ulkige. Die kennen wir alle. Oh, die kennen wir. Morgan Le Fay. Mittelalter, Daten unbekannt. Halbschwester von König Artus. Schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Morgan Le Fay. Die ist eigentlich Morgan Le Fay. Aber gut. Jedem das sein. Quidditch-Karten. Gut. Rennock Jones, geboren 1968. Kapitän und Treiberin der einzigen nationalen Quidditch-Frauenmannschaft. Mhm. Roderick Plumpton, 1889 bis 1987. Sucher im britischen Quidditch-Team. Fing in 3,5 Sekunden den Schnatz. Hält somit den britischen Rekord. Nicht übel, nicht übel. Ich glaube, die restlichen kennen wir alle schon aus den anderen Spielen. Okay, was wir jetzt... Ach, das sind diese Waldhexen alle, ne? Ich glaube, die sind mir auch alle schon durchgegangen. Die Tierwesen hatten wir jetzt auch alle durch, soweit ich weiß. Jetzt fehlen nur noch hier diese 5. Aber wie ihr euch vielleicht schon denken könnt... ja... Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin und Helga Hufflepuff. Im Prinzip steht auf den Karten immer dasselbe. Salazar Slytherin, Mittelalter, Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der 4 Häuser benannt. So, und das steht jetzt auf allen 4 Karten drauf, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und, Dumbledore, ja. Schulleiter von Hogwarts. Da ist schon das Bild vom dritten Film Dumbledore mit drauf. Das finde ich sehr interessant. Der ist ja, nach dem zweiten Teil hat ja der Schauspieler gewechselt, weil der aus dem ersten und zweiten Teil einfach leider gestorben ist. Aber ich fand den so wahnsinnig gut. Ich finde das so schade. Ja. Möge er in Frieden ruhen. Ich fand ihn einfach wahnsinnig gut als Dumbledore. Denn... Der spätere gefiel mir nicht mehr ganz so gut, muss ich zugeben. Aber ich will mich nicht beklagen. Wenn es zu Ende hat sein sollen, dann hat es halt nicht sein sollen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das sagen soll. Okay. Damit haben wir quasi alles in diesem Spiel erreicht. Nicht ganz 100%, weil uns hier immer noch ein Geheimnis fehlt. Aber ich habe einfach absolut keine Ahnung, welches das sein soll. Und demnach würde ich sagen... Ein abschließendes Fazit. Es ist... was den Spielspaß angeht,
kommt es auf jeden Fall an die ersten beiden Teile ran. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es mega cool, dass man hier immer so wahnsinnig viele Bohnen bekommen hat, obwohl man die eigentlich am Ende gar nicht braucht. Ich habe immer noch wahnsinnig viel übrig. 2600 irgendwas. Man hat sie am Ende eigentlich einfach wirklich nicht gebraucht. Aber trotzdem, ich finde es ganz cool, dass man die alle sammeln konnte. Und ich fand es halt mega gut, dass hier das erste Mal Hogwarts auch wirklich so aussah, wie Hogwarts nun mal in den Filmen aussah. Und das finde ich so gut. Ich liebe es einfach. Ich würde sagen, was die Storyline angeht, kommt es nicht ganz an die ersten beiden ran. Die Story wurde einfach viel zu schnell abgehandelt. Es war viel zu abgehackt. Und irgendwie... man wusste gar nicht, wann geht's jetzt mit der Story weiter und wann ist irgendwas von dem Spiel dazwischen geschoben. So, man hat am Anfang so mal ein bisschen Story gehabt und dann hat man irgendwie diese komischen Aufgaben gehabt, die man machen musste wegen den Zaubern, die man lernen sollte. Dann hat man irgendwie so ein bisschen Freizeit gehabt, wo man durch die Gegend latschen konnte und dann ist auf einmal wieder so ein Storyteil dazu gekommen, so ganz plötzlich, wo man eigentlich auch überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und jedes Mal habe ich irgendwie so gesagt, so, oh ja, cool, dann kann ich ja jetzt gleich mal zum Laden von Fred und George gehen. Und ich glaube, ich hatte es 2 oder 3 Mal, dass ich das dann machen wollte und dass dann so ganz plötzlich, ganz unverhofft, so die Story dann weiterging. Das fand ich halt ein bisschen blöd. Man hätte den Übergang alles ein bisschen fließender machen können, finde ich. Ansonsten muss ich aber sagen, es ist einfach ein gelungener Harry Potter Teil. Ich fand's super. Es kommt im Großen und Ganzen fand ich die ersten beiden Teile schöner, weil die Atmosphäre eine andere war. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach die Atmosphäre, die war heimischer irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe mich in den ersten beiden Teilen in dem Schloss mehr zu Hause gefühlt. Abgesehen von der Tatsache, dass, wie schon erwähnt, das hier jetzt natürlich aussieht wie Hogwarts. Aber ich habe mich in den ersten beiden einfach wohler gefühlt. Das ist hier jetzt leider nicht der Fall gewesen. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall für alle Harry Potter Fans was ich nur weiterempfehlen kann. Und dann war es das jetzt auch. Das heißt, wir beenden das Spiel an dieser Stelle. Nun denn, noch ein Blick auf die Leistungsliste? Dann mal los. Ja, wie ihr jetzt seht, wir haben alles geschafft. Wir haben alle Aufgaben erfüllt. Wir haben alle Begegnungen, auch die Flüge auf Seidenschnabel. Wir haben alle Porträtpasswörter und alle Sammelkarten. Gute Arbeit von euch allen. Ihr habt eure Anforderungen fürs dritte Schuljahr erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius Black und Seidenschnabel getan habt. Noch schöne Sommerferien, ihr drei. Und als der Hogwarts-Express ihn und seine Freunde wieder nach King's Cross brachte, fielen Harry einige Worte von Professor Dumbledore ein. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Harry. Und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst. Süß, oder? Ja. Damit läuft hier noch der Abspann. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich wiederholt wie bei den ersten beiden. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Spiel wieder mit mir verfolgt habt. Das ist jetzt quasi das dritte Spiel, was ich auf meinem Kanal beende. Und irgendwie, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen... Ich finde es ein bisschen schade, dass die Harry Potter Spiele immer so kurz sind. Ich habe kein einziges Spiel, was ich bisher gespielt habe, immer so schnell durchbekommen wie die Harry Potter Spiele. Aber... demnach bin ich einfach froh, dass es so viele davon gibt. Ich freue mich schon sehr, wenn ich mit dem vierten Teil endlich anfangen kann. Und ja, lasst mir doch mal eure Meinung zu dem Spiel unten in den Kommentaren da. Seid ihr genau meiner Meinung? Seht ihr es genauso, wie ich jetzt mein Fazit geäußert habe? Oder habt ihr noch andere Meinungen? Habt ihr das Spiel vielleicht selber mal gespielt? Wie fandet ihr es denn? Oder wann habt ihr es vor allem gespielt? Ja, das sind so Fragen, die mich mal interessieren würden. Und ja,
Ich hoffe, der Abspann ist nicht zu lang. Weil, ehrlich gesagt, möchte ich ihn noch nicht ganz durchlaufen lassen. Ich glaube auch nicht, dass euch das so wahnsinnig interessiert, wer hier alles mitgewirkt hat. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon auf den vierten Teil. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich werde es auf jeden Fall sein. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal an die Bearbeitung der Videos. Und vielleicht fange ich ja heute sogar noch mit dem vierten Teil an, wer weiß. Ich muss aber auf jeden Fall noch ein bisschen was hochladen. Der Vorteil an meinem neuen Internet. Wir haben eine neue Internetleitung, wir haben einen neuen Internetanbieter und wir haben jetzt eine 50.000er-Leitung. Hoi! Unser Internet ist schneller denn je. Ich habe innerhalb von 10 Minuten einfach mein Video hochgeladen. Das ist der Wahnsinn. Ja, das war es auch mittlerweile schon mit dem mit den Credits. Da sind wir wieder am Anfangsbildschirm. Ja. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe den Teil wirklich sehr genossen und ich bin froh, dass ich das doch quasi zu 100% abgeschlossen habe. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn es heißt Harry Potter und der Feuerkelch. Ich hoffe, es heißt so. Ja, ich glaube, es heißt so. Ja, lasst mir wie gesagt eure Meinung unten in den Kommentaren da. Lasst mir doch auch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut unten in die Videobeschreibung und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Wenn ihr ein Harry Potter-Fan seid, dann Daumen hoch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.